Darf man sie Marxist nennen? Das darf man eigentlich nicht. Diese Woche startet der Film Der junge Marx in den Kinos. Nächstes Jahr feiert seine Geburtsstadt Trier seinen 200. Geburtstag. Marx und seine Ideen sind nicht so zu kriegen und für manche aktueller denn je. Ich habe für die aktuelle Ausgabe den ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer, die Grazer Kommunistin Elke K., die Chefin der sozialistischen Jugend Julia Herr, sowie den strammen Marktwirtschaftler Bernhard Felder gefragt, was aktuell ist an Marx und was in die Mottenkiste gehört. Als Anleitung für politisches Handeln ist die Philosophie eines Mannes, der von 1818 bis 1883 gelebt hat, heute nicht mehr brauchbar. Aber dass manche Zugänge zur Analyse der Gesellschaft, zur Analyse des Kapitalismus, zur Analyse der Rolle des Kapitals immer noch oder vielleicht gerade heute mehr als vor 20 Jahren mitbedacht werden können, das glaube ich, da haben diejenigen, die das so sehen, recht.